under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Tja, in diesem Sinne, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gustav Spielwiese. Mein Name ist Sergeant Gustav und wir befinden uns hier vor dem Weißen Haus der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, was zum Geier machen wir hier? Wie man unschwer erkennen kann, links am Bildschirmrand eingeblendet Private Beta Wochenende hier von The Division 2. Und da hat sich der Gustav natürlich nicht lumpen lassen und hat gedacht, er haut mal einfach mal ein kleines, schnelles, spontanes, live und ungeschnittenes Video raus, um ein bisschen was von dem Spiel zu zeigen. Bisschen Gameplay, sprich angezockt Material. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Vielleicht vorab noch mal kurz erwähnenswert, was ist The Division 2? Viele haben das vielleicht nicht gespielt. Viele wiederum haben den ersten Teil gespielt. Im Prinzip ist es wirklich fast gleich, sage ich mal, wie der erste Teil. Das Spielprinzip ist natürlich gleich. Es ist ein Loot-Shooter, es ist ein Deckungsshooter, es hat MMO-Elemente. Es geht primär natürlich auch darum, nicht nur in der Story voranzukommen, sondern auch seinen Charakter zu verbessern, zu individualisieren. Und das macht natürlich riesen Spaß. Ja, und ich würde sagen, wir werden uns einfach mal Richtung Ziel begeben. Wir müssen jetzt hier den Rasen des Weißen Hauses erreichen, um unsere Kommandozentrale quasi zu befreien von Bösewichten, die das Ding eingenommen haben oder umstellt haben, besser gesagt. Und das machen wir jetzt einfach mal direkt. Da haben wir schon kleine Explosionen. Es gibt hier einen Tag- und Nachtwechsel, habe ich gerade festgestellt. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht hier, um ein paar Soundeinstellungen zu tätigen. Und ich bin hier einmal im Sonnenschein gestartet, einmal im, ja, Regen, im Sturm quasi. Und hier haben wir schon ein bisschen Dämmerung, sprich ist es schon wieder Abend. Also, ja, alles dabei hier. Insgesamt muss ich sagen, das, was ich hier gespielt habe, circa eine Stunde, hat mir echt gut gefallen. Es sind, wie gesagt, die gleichen Mechaniken wie bei The Division 1. Läuft relativ flüssig, obwohl es eine Beta ist, ne? Das ist ja immer kein Garant für, dass so ein Spiel auch in der Beta flüssig läuft. Aber insgesamt, grafisch ist man eigentlich von Ubisoft auch gute Sachen gewohnt, deswegen... Ich habe bis jetzt nichts zu meckern. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier die beiden Kollegen leider ausschalten. Dazu nehmen wir mal, glaube ich, eine andere Knarre. Deckungsshooter natürlich ganz wichtig. Vielleicht bei den beiden Figuren nicht unbedingt, aber später, wenn dann diverse Gegnerwellen auf uns zukommen oder auch mächtige Bosse, dann müssen wir natürlich wirklich im Optimalfall Deckung suchen, weil sonst wäre das ein sehr, sehr kurzer Ausflug. So, ja, den haben wir übel zugerichtet. Ich glaube, der steht nicht mehr auf, aber die beiden jetzt auch nicht mehr. So, das habt ihr nun davon, Freunde der Sonne. Ja, der sieht echt fertig aus, der Typ. Aber es ist, wie es ist. Hier haben wir noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Ja, wie gesagt, die Division hat quasi hier, glaube ich, ihre Operationsbasis eingerichtet. Wir kundschaften mal das Gebiet ein bisschen aus erstmal. So, dann haben wir auf jeden Fall drei Mannequins, die wir ausschalten müssen. Gut, fangen wir mal mit der Dame da oben an, ne? Das Feeling kommt natürlich sehr geil rüber. Es ist wirklich wie in Division 1. Das kann man mögen, das muss man jetzt nicht mögen, aber mir hat es auf jeden Fall immer gefallen. Weil es einfach wirklich Laune macht, hier so dermaßen geil rumzuballern. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Gut, da wollen wir die Bastarde mal überrumpeln. Dafür sind wir ja hier. So, hier können wir schon ein bisschen Loot abgreifen. Und wenn wir denn hier hochkommen, heißt das. So, ohne Panzerweste. Also die Gegner hier, wie gesagt, da es ein Loot-Shooter ist, die lassen natürlich meistens Gegenstände fallen. Das ist Munition, das können Waffen sein, das können Ausrüstungsgegenstände sein. Und im Laufe des Spiels wird man natürlich immer ein bisschen mächtiger und ein bisschen stärker.
fühlt sich alles dann auch irgendwann mal wuchtiger an. Aber hier ist natürlich ordentlich Alarm wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Zack sein hier. So, ich glaube, ihr frisst erstmal eine Granate jetzt. Ja, da sieht man schon am Ansatz, was einen erwarten kann hier, ne? Also die kommen dann mit mehreren Leuten natürlich auf einen zu auch. Also die verstecken sich nicht unbedingt irgendwo in der Ecke, sondern... Beste Beispiel. Die kommen wirklich auf einen zu. Also die KI ist wirklich wieder... auf Zack, sofern ich das jetzt beurteilen kann. So, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Heilung. Da ist noch einer. So, wir pirschen uns mal langsam nach vorne hier. Wir könnten natürlich wieder eine Granate schmeißen, die sparen wir uns aber auf. Oh, aber wir haben schon das erste Missionsziel erfüllt sich gerade. Das Weiße Haus betreten. Okay. Okay, wir looten einfach mal nochmal ein bisschen hier. Das müsste Munition, genau. Das sind plus 52 Sturmgewehrmunition. Muni ist immer gut, kann man niemals genug haben. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben das erste Missionsziel, wie gesagt, erfolgreich abgeschlossen. Und wer hätte das gedacht, dass Sergeant Gustav in seiner Karriere nochmal das Weiße Haus betreten darf? Bleib mal ruhig. Ich bin es. So. Tja, die Leute sehen hier ziemlich mitgenommen aus, muss ich sagen. Hier wird einer wiederbelebt. Da haben es leider ein paar Leute nicht geschafft. Sehr traurig. Hey, thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator, upstairs in the blue room. And come by here if you ever need help with your tech. Okay, wir müssen also zum Koordinator. Hier wird ein bisschen verbunden. Ja, die haben echt ordentlich was mitgemacht hier, die Kameraden. So. Wollen wir mal gucken, was der Obermufti hier zu sagen hat. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. Tja. By the way, Agent,
Head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Die Kurzfassung ist also, wir müssen für Recht und Ordnung sorgen. Wer hätte das gedacht? Aber dafür ist der Sergeant ja auch ausgebildet. So, Stufenaufstieg haben wir auch. Bisschen mehr Energie, Technologie. Und einen Behälter haben wir irgendwie gekriegt. Okay. So, Quartiermeister. Mal gucken, was der Kollege für uns hat hier. Fertigkeit zur Freischaltung verfügbar. Ah, okay. Wir können jetzt hier unsere Fertigkeit verteilen. Suchermine ist freigegeben. Die Drohne und das Geschütz. Das Geschütz ist natürlich sehr nice. Das hatte ich auch im ersten Teil sehr gerne genutzt. Incoming Backup Request. So, nehmen wir mal einfach mit hier. Dabei belassen wir es erstmal. The Peter Settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block, but I'm sure you'll be fine. Okay, wir haben hier nur einen Einsatz. Wir müssen eine Siedlung erreichen. Hier haben wir nochmal eine Lagerkiste. Das ist quasi unser Inventar. Auch nicht schlecht. Gut, ich würde sagen, wir werden einfach nochmal diese erste Mission nochmal machen hier. Support is required in the clinic. With civilians with any medical or first aid training, report to the clinic immediately. Und gucken, ob wir hier raus können. Please engage your firearm safety catch when inside the The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But when DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Meine Herren, ich hab gedacht, er hört jetzt nicht mehr auf zu sabbeln. Da ist schon der nächste. So. Finden Sie Odessa Sawyer in der Theatersiedlung. Das machen wir auch mal direkt jetzt. Und hier hört man schon die Vöglein zwitschern. Was will man denn mehr an diesem wundervollen Tag hier? Und es wird schon wieder geschossen. Es wird schon wieder geballert hier. Natürlich macht der Division in der Gruppe mehr Fock, soll ich schon sagen. Spaß. Aber ab und zu kann man auch mal alleine rumrennen hier. Auf jeden Fall die besten Spielerlebnisse hatte ich beim ersten Teil echt gehabt mit einer coolen Gruppe. Weil natürlich kann man sich dann absprechen. Koordinieren. Und das Ganze macht natürlich viel mehr Laune. Besonders wenn man dann die Hauptmission spielt, das ist natürlich dann sehr geil. Electronic device detected. So, was ist das hier? Okay, das wollen wir uns jetzt nicht anhören. Das sind halt Nachrichten, die irgendwie quer durch die Spielwelt verteilt sind. Dann kann man halt ein paar Hintergrundinformationen sammeln und ein bisschen von den, ja, Nebengeschichten damit kriegen. Verleiht dem Ganzen natürlich cooles Flair dann wieder. Ist nicht ganz so langweilig. Füllt die ganze Welt natürlich ein bisschen. Aber jetzt für unsere Zwecke lassen wir das erstmal mal links liegen. Wir schalten lieber noch mal ein paar Feinde aus, zeigen lieber noch ein bisschen Gameplay. Du bist gleich weg vom Fenster, Kollege. Ja, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Hey. So. Ja, insgesamt soll das halt eine abwechslungsreiche Spielwelt sein, ne? Also die soll insgesamt, glaube ich, 20% größer sein als die Map in The Division 1.
coole Gebiete. Natürlich in Washington DC das Ganze, auch in Vororte mit eingegliedert. So, was haben wir hier? Wieder was zum Plündern. Und ich muss sagen, ich freue mich schon ein bisschen auf die Story, weil ich auch lange kein Division 1 mehr gespielt habe. Deswegen, wie gesagt, großartig anders ist das Spiel jetzt nicht. Es ist das gleiche Spielprinzip. Wer Division 1 gemocht hat, der, denke ich mal, wird mit dem Ding ordentlich Spaß haben. Wer mit Division 1 schon nichts anfangen konnte, der wird wahrscheinlich mit dem zweiten Teil auch nicht viel anfangen können. Das muss man der Fairness halber sagen. Aber ich denke mal, für jeden Fan von Action-Spielen sollte das hier auf jeden Fall mal ein Blick wert sein. Es wird wahrscheinlich noch eine Open Beta kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und spätestens da kann man einmal reinschnuppern und einfach mal so ein kleines Feeling kriegen, wie es denn ist, hier den Abzug zu betätigen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Wir schalten erstmal den Macker da oben aus. So, ich merke schon bei den ersten Feuergefechten hier, es macht echt wieder Bock. Kann man nicht anders sagen. So, die Markierung haben wir natürlich auch wieder. Diese Zielmarkierung, wo wir hin müssen, das haben sie natürlich auch vom ersten Teil übernommen. Hat mich zu Anfang immer ein bisschen genervt, aber später dann im späteren Spielverlauf ist es schon oft hilfreich. Endlich mal eine Map, wo hier kein Schnee ist, weil das verschneit in New York. War zwar ein cooles Setting, hat aber auf Dauer ein bisschen genervt, finde ich. So. Die Kiste lassen wir jetzt mal liegen. Wir wollen einfach mal mit Hochdruck aufs Ziel marschieren hier. Die lassen wir mal auch außer Acht. Hier wird schon rumgegrillt. Spannung ist auf jeden Fall da. Wer ist er hier? Achso, das ist unser Kollege oder eine Kollegin. Da habe ich, glaube ich, gerade den eigenen Verbündeten angeschossen. Hat er mir aber Gott sei Dank nicht übel genommen. So. Können wir denn hier durch? Nee. Yeah, da freut sich aber eine. Ey. Auch das ist natürlich ziemlich geil. Die Gegner können wirklich von überall kommen. Das heißt, man ist hier eigentlich in keiner Sekunde wirklich sicher. Wie man hier natürlich wieder unschwer erkennen kann. Komm, nimm mal eine Granate. Ah, da läuft er weg. So. Ah, hier kann man so die Gegebenheiten rekonstruieren. Auch nicht schlecht eigentlich. So, kann man die Sequenz hier abbrechen? Vielleicht indem wir ein bisschen weiter wegrennen, ja. Genau. Ah, die Kulisse ist auf jeden Fall beeindruckend hier, ne? Kann man nicht anders sagen. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt ans Ziel hier? Wie kommen wir hier rein? Ah, okay. Safe Area. Hoffentlich bleibt das auch so. So. Ab zu Odessa. Head up to the roof. Odessa's expected.
Theatersiedlung. Sehr schön. Ja, die Siedlung kann man wohl später auch ein bisschen ausbauen, ein bisschen schicker gestalten, weil man soll sich hier ja auch wohlfühlen. So, Siedlung brauchen Hilfe. Schließen Sie Siedlungssätze ab. Siedlungseinsätze ab, um die Siedlung allgemein zu verbessern und Nebeneinsätze, um spezifische Verbesserungen freizuschalten. Okay, das kann man dann gegebenenfalls mal machen. Bei jeder Verbesserung einer Siedlung werden neue Nebeneinsätze und Projekte in der Siedlung verfügbar. Die Verbesserung einer Siedlung ermöglicht es, neues Personal für die Arbeit im Weißen Haus anzustellen. Reden Sie mit diesen Mitarbeitern und rekrutieren Sie sie, um neue Dienste in der Operationsbasis freizuschalten. Ja, damit kann man arbeiten. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle würde ich dieses Beta angezockt beenden. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt von dem Spiel. Ich hoffe, ihr habt Bock gekriegt auf das Spiel, dass ihr heiß drauf seid. Ich hoffe natürlich auch, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, abonniert mich, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Kritik und Anregungen gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin für alles offen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich hoffe, es kommt bald. Wenn ich mich nicht irre, Mitte März müsste das offizielle Release-Datum sein. Wir dürfen gespannt sein. Und ich hoffe natürlich, dass nochmal eine Beta folgt. Vielleicht eine Open Beta nochmal. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Sergeant Gustav. Ciao, ciao.